Auf Zeitreise mit Jonas Hopf. Heute unterhalten wir uns über das Ende des Mittelalters, über die Pest und über die Renaissance. Es wird spannend. Herr Reinhardt, Sie sind Professor für Geschichte und wurden im letzten Jahr von der Kytera Kulturstiftung für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Wie lief diese Ehrung zu Corona-Zeiten ab? Corona hat einen dicken Strich durch alles gemacht. Nicht einmal eine private Übergabezeremonie war möglich. Die Urkunde kam per Kurier und das generöse Preisgeld wurde überwiesen. Mehr war nicht drin. Zu diesem Zeitpunkt war das schweizerische Freiburg ein Corona-Hotspot. Ja, ja. Also nicht sehr spektakulär, aber wie fühlt sich das an, wenn man für das Lebenswerk ausgezeichnet wird? Gut, es wurde nebendran noch ein Buch, meine Macht der Schönheit, die italienische Kulturgeschichte, erwähnt, die relativ neu ist, 2019 erschienen ist. Ja, man blickt zurück und fragt sich, was das Lebenswerk denn ist. Und man möchte dem noch einiges hinzufügen, sagen wir einmal so. Aber man fühlt sich gebauchpinselt, geschmeichelt natürlich. Ja. Das liegt im Wesen des Menschen so drin, glaube ich. Ja. Kommen wir zu dem Anlass des heutigen Gespräches. Das ist ja das Buch hier über die Pest. Machen wir eine kurze historische Einordnung. Die Pest geschah so grob 150 Jahre vor dem offiziellen Ende des Mittelalters. Das war ja so um 1500. Ich nenne mal vier Dinge, die da passiert sind. Die Renaissance, Amerika wurde entdeckt. Martin Luther verfasst seine 95 Thesen und Kopernikus entwickelt das heliozentrische Weltbild, das sich das dann lange erstmal nicht durchsetzt. Aber das passiert so alles so rund um 1500. Würden Sie da einen wichtigen Punkt hinzufügen? Man könnte ein neues Bild vom Staat hinzufügen, das Niccolò Machiavelli schreibt, der große Provokateur, der die Moral von der Politik, die Politik von der Moral abkoppelt. Den Historiker Guicciardini, der entdeckt, dass Geschichte sich nicht wiederholt, sondern ein Aufbruch ins Unbekannte ist. Aber ich würde gleich bei Ihren Schlüsselereignissen einhaken. Kopernikus wird von sehr wenigen rezipiert und von noch weniger Leuten geglaubt. Luther ist in vieler Hinsicht ein sehr konservativer Mensch. Reformation heißt Wiederanknüpfung an eine längst vergangene, bessere Zeit. Ein Salafist aus heutiger Sicht. Das ist ein etwas brutaler Vergleich, aber er ist ein der Wolle gefärbter Konservativer. Aber in der Logik unserer europäischen Geschichte ist offenbar angelegt, dass jeder Versuch, eine ältere Zeit zu beleben, etwas Neues hervorbringt. Die Entdeckung Amerikas, also, die Entdeckung der sogenannten Neuen Welt, hat ökonomische Folgen im Laufe des 16. Jahrhunderts, bleibt allerdings bei den meisten außerspanischen Historikern lange Zeit ein eher nebensächliches Ereignis. Also ich will daraus den Schluss ziehen, dass sich Geschichte nicht in Umbrüchen vollzieht. Ein Ende des Mittelalters zu datieren ist schwierig, unmöglich. Geschichte ist ein gleitender Prozess der Veränderung mit gewissen Beschleunigungsphasen. Und eine solche Beschleunigungsphase für die Elitenkultur, für das Lebensgefühl, die Ästhetik des Alltags in den Oberschichten, für die Nutzung der Medien ist die Renaissance eine solche Beschleunigungsphase. Für die große Mehrheit der damaligen Europäerinnen und Europäer ändert sich eigentlich nichts. Ja. Also wir sollten sehr vorsichtig mit solchen Epochenunterteilungen sein. Geschichte ist ein Prozess gleitender Übergänge, allerdings mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und wie gesagt, im Lebensgefühl, in der Ästhetik, in der Kunst, also letztlich in Oberschichtphänomenen, ändert sich im 15. und 16. Jahrhundert vieles. Ja, also man könnte sagen, einige leben sogar heute noch im Mittelalter. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch schon im Mittelalter, also vor dem offiziellen Ende des Mittelalters, Dinge, spannende Dinge, die da passieren, die schon in die Neuzeit führen. Vielleicht geben Sie uns mal so einen kurzen Einblick, wie sich das letzte Drittel des Mittelalters von den ersten zwei Dritteln des Mittelalters unterscheidet. Wir haben im 14. Jahrhundert an einigen Hotspots, später auch Pest-Hotspots, dynamische Veränderungen. Vor allem
im damaligen Vorreiterland Europas, Italien. Italien versucht bis heute immer wieder an diese große Zeit anzuknüpfen. Es ist ein bisschen das Trauma der Italiener, dass diese große Geschichte in ihren Augen irgendwann abgebrochen ist. Aber im 14. Jahrhundert ist Italien Boomland, Trendsetterland. In Italien gibt es große Städte mit bis zu 200.000 Einwohnern. Es gibt Großhandel, Fernhandel mit Asien. Globalisierung findet in dieser Zeit bereits statt. Es gibt auch einen entsprechenden Optimismus. Unsere Stadt ist gewachsen, sie wird weiter gedeihen und blühen. Also diese Phänomene, diese Erscheinungen berühren die große Masse der Bevölkerung kaum oder zumindest indirekt. Aber es gibt erstmals Textilproduktion im größeren Stil, noch nicht in Fabriken, sondern ausgelagert, häufig auf dem Land, in Heimarbeit und so weiter produziert. Aber es gibt viele Zeichen, die optimistisch stimmen. Und dann kommt 1347, 48 der Schock durch die Pest. Also eine zumindest für Großstadtbewohner und die dortigen Oberschichten, also eine Zeit der Globalisierung, der optimistisch stimmenden Veränderung. Ja. Zum Ende des Mittelalters habe ich mir mal drei Punkte notiert, zu denen ich gerne ein paar Fragen stellen würde. Der erste Punkt ist erstmal, dass es dass Bürger an Einfluss gewinnen auf die Politik, ohne dem Adel anzugehören. Wie schaffen die das? Durch Geld. Das heißt, der Handel und das frühe Bankwesen bricht irgendwie das Mittelalter auf. Also Stichwort deutsche Hanse oder italienische Handelsstädte wie Venedig. Wo fängt da für Sie das Bürgertum an? Oder wo fängt die Geschichte des frühen Bürgertums an? Gut, wir müssen hier sicher unterscheiden. Also wir haben bis zur Französischen Revolution ein sogenanntes altständisches, alteuropäisches Bürgertum, das sich unterhalb des Adels an einem bequemen Nischenplatz eigentlich ganz wohl fühlt. Ärzte, Juristen, vor allem Notare, Rechtsanwälte, Mediziner. Revolutionär gebärden die sich erst nach 1750 im Zeitalter der Aufklärung. Sie sprechen allerdings einen vielschichtigen Prozess an. Ein Prozess, den wir Sozialhistoriker Elitenergänzungs- oder auch Elitenablösungsprozess nennen. Sie haben vollkommen recht, im 15., 16. Jahrhundert kommen neue Familien nach oben, die in Handel, Großhandel, Textilgewerbe reich geworden sind. Die Medici sind so ein Protobeispiel. Sie sind durch das Bankgewerbe unermesslich reich geworden, so reich, dass sie sich quasi ihre Stadt, ihre Netzwerke, ihre Gefolgschaft, ihre Anhänger kaufen können. Wir haben diese Phänomene in allen europäischen Städten. Alter Adel wird abgelöst, stirbt aus, keine Familie lebt ewig. Neue Familien steigen auf, die ursprünglich Handwerker oder Kaufleute gewesen sind. Aber diese Aufsteiger haben nichts Eiligeres zu tun, als sich selber adelig zu kostümieren, sich ein von vor den oder de oder die vor den Namen zu stellen und adelig zu leben. Also Bürgerlichkeit ist etwas, was man so schnell wie möglich abstreifen möchte in dieser Zeit, um in den Adel aufzusteigen. Und das gelingt sehr vielen Familien. Man muss dann weniger Steuern bezahlen, wenn man zum Adel gehört. Man kann Offiziersstellen in der Armee besetzen. Man hat Anspruch auf Führungspositionen in der Kirche. All das ist im Wesentlichen dem Adel vorbehalten. Also wir haben immer wieder im 14., 15., 16. Jahrhundert solche Aufstiegsprozesse. Ein schönes Beispiel ist mein Lieblingsmensch der Neuzeit, Michel de Montaigne. Der kluge französische Philosoph, der unnachahmlich tiefgründige Beobachtungen zum Menschen getroffen hat. Sein Urgroßvater hat noch mit Fischen und Farbstoffen gehandelt, aber er tut so, als wenn er immer ein Edelmann gewesen sei. Das gelingt in dieser Zeit. Also das Bürgertum möchte adelig werden. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts ist man dann auf einmal stolz darauf und verachtet den Adel, behauptet das zumindest, und beansprucht selbst die Führungsposition im Staat. Aber vorher möchte man eigentlich so schnell wie möglich aus dieser Bürgerlichkeit, aus dem Bürgertum wieder heraus. Ja. Das heißt, das, was so im späten Mittelalter beginnt, ich sage mal in Anführungszeichen, die frühen Bürger wollen keine eigene Schicht bilden und irgendwie die Macht übernehmen, das passiert erst Jahrhunderte später, sondern sie beeilen sich so schnell wie möglich, auch zum Adel dazu zu gehören. Ja. Schauen Sie nach Augsburg die Fugger an. Jakob der Reiche war
am Anfang des 16. Jahrhunderts wahrscheinlich tatsächlich der reichste Mann Europas. Aber das Bankgewerbe ist gefährlich geworden. Es hängt zu sehr von politischen Umschwingen, Umstürzen, Konjunkturen ab. Man investiert in Mächtige und die sind dann auf einmal nicht mehr mächtig. Das haben die Medici erleben müssen mit dem Herzog von Burgund. Deswegen wollen die reichen Bankiers auch so schnell wie möglich in den Adel, den Fuggern. Der Familie Fugger ist das wunderbar gelungen. Man steigt in den Adel auf. Man hat Helfer dabei. Man hat Kaiser Karl V. seine Wahl finanziert. Da musste seine Wähler kräftig bestechen. Die Fugger haben geholfen. Dann hilft eben auch der Kaiser, wenn man in den Adel möchte. Das ist tatsächlich ein durchgehender Prozess. Einfach deswegen, weil der Adel eigentlich alle Aufstiegschancen monopolisiert. Ja. Sie haben jetzt gerade das Bankwesen genannt. Welche Möglichkeiten gibt es denn am Ende des Mittelalters noch, um reich zu werden, die es im frühen Mittelalter noch nicht gab? Die klassischen Metiers, Großhandel. Ein besonders erfolgreicher Kaufmann, der in meinem Festbuch auch eine gewisse Zeitzeugenrolle spielt, hat das vorgemacht. Was brauchen Menschen immer? Das hat er sich ganz klug überlegt. Es wird immer Krieg geben, denn die Menschen sind nicht friedfertig. Also Waffenhandel ist ein tolles Geschäft. Die Menschen werden sich immer betrinken. Alkohol ist eine Ewigkeitserscheinung. Weinhandel ist ein gutes Geschäft. Die Menschen sind fromm, also mit Devotionalien handeln. Also wenn man diese Geschäfte klug betrieb und international betrieb, dann konnte man sehr, sehr viel Geld verdienen. Eben auch noch mit der Bank. Das Bankgewerbe gerät so ab 1500 zunehmend in die Krise. Aber vorher konnte man da sehr reich werden. Man konnte das auch unspektakulärer tun im lokalen, regionalen Rahmen, wenn man mit Getreideprodukten handelte. Essen müssen die Menschen ja auch immer. Und Brot ist das Nahrungsmittel Nummer eins. Mehr als die Hälfte eines Familienbudgets einfacher Leute wird für Brot ausgegeben. Also da konnte man sich aktiv umtun und man konnte viel Geld verdienen. Also Bankiers, Großhändler und Textilunternehmer, ja? Das ist die Formel. Keines dieser Gewerbe ist völlig sicher, sind alle etwas krisenanfällig. Wolle beziehen die italienischen Textilproduzenten des 14. Jahrhunderts für ihre Luxusklamotten, um das mal etwas salopp zu sagen, aus England. Da gibt es die vielen Schafe. Die Wolle wird also über den Kanal aufs Festland und dann nach Italien transportiert. Der englische König ist zugleich hoch verschuldet bei den großen florentinischen Firmen. Dann kommt der Schock, er bezahlt seine Schulden nicht mehr. Er verhängt auch einen Wollstopp. Also wie die heutige Weltwirtschaft ist diese globalisierte Wirtschaft in vieler Hinsicht krisenanfällig. Damit musste man leben. Aber die Reichen haben sich insgesamt doch ganz gut aus der Affäre zu ziehen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum am Ende des Mittelalters Dinge möglich waren, die am Anfang des Mittelalters noch nicht möglich waren. Hängt das irgendwie mit mehr Kontakten mit anderen Teilen der Welt zusammen? Also hängt das zusammen mit den Kreuzzügen und den mongolischen Großreichen, die ja dann auch einen Kontakt mit China herstellten und so weiter? Sind das die Gründe? Im Großen und Ganzen schon, ja. Also folgen wir hier dem bahnbrechenden Historiker Voltaire, der in den Urwörtern seiner großen historischen Werke tatsächlich so eine Theorie entwickelt und darstellt. So ab etwa 1500 beginnt die Welt sich zu vernetzen. Die erste Weltumsegelung findet statt. Neue Länder werden erschlossen, neue Handelswege werden geöffnet. Europa entdeckt, dass es noch andere Welten gibt. Damit steigt die Unternehmungslust und das für Voltaire alles entscheidende Prinzip. Ich glaube, er hat recht damit. Die Konkurrenz, die Rivalität belebt nicht nur das Geschäft, sondern auch die Kultur. Der Druck, der Buchdruck wird erfunden. Texte können auf einmal viel schneller die Runde machen. Ja. Während der Reformationszeit gibt es Hunderttausende von Flugschriften. Also es bewegt sich etwas. Ja, ja. Jetzt sind Sie schon wieder bei 1500. Wenn wir nochmal auf das Ende des Mittelalters schauen,
Da fällt dann ja dann eher die deutsche Hanse ein oder die Kreuzzüge und die Handelsstädte Venedig, Genua mit dem Nahen Osten. Auch da bewegt sich bereits einiges. Also dieser Öffnungsprozess ist eine Entwicklung, die sich in vielen Schritten vollzieht. Nicht alles bleibt folgenreich, aber diese Ausweitung der Perspektiven, vor allem auch der kommerziellen Beziehungen, ja, das entwickelt sich nach und nach. Europa reagiert sehr unterschiedlich auf den Kontakt mit unterschiedlichen Kulturen. Die Primärreaktion ist erst einmal Ablehnung und Abstoßung. Wir wissen, dass man die fremden Völkerschaften erst einmal abwertet. Aber trotzdem entwickelt sich nach und nach sicher ein Austausch. Man lernt, man profitiert voneinander. Gerade das Europa des 11. und 12. Jahrhunderts hat natürlich aus der muslimischen Kultursphäre auch sehr vieles übernommen. Also das ist ein Prozess, der sich in Raten vollzieht und mit den Seewegen in die neue Welt und dann eben auch ins ferne Asien kumuliert. Ja. Ja. Der zweite Punkt, den ich mir notiert habe für das Ende des Mittelalters, war die Pest. Da kommen wir gleich noch näher dazu. Ich habe aber noch einen dritten Punkt, nämlich das Ende des Zeitalters der Ritter. Da habe ich folgende Frage. Da gibt es ja diese Schlacht von Crécy 1346, also genau ein Jahr, bevor die Pest nach Europa schwappt. Und da ist es ja so, dass die Feuerwaffen und der englische Langbogen sozusagen die Vorherrschaft des Ritters auf dem Schlachtfeld beendet hat. Wie bewerten Sie diese Schlacht und wer hat da überhaupt gegen wen gekämpft? Also in Crécy steht sich ein englisches Aufgebot, steht ein englisches Aufgebot dem Französischen gegenüber. Es geht im Rahmen dieses Hundertjährigen Krieges letztlich darum, wer den französischen Thron besetzt. Die englische Dynastie beansprucht das, die französische auch. Ja, im 14. Jahrhundert vollziehen sich Umbrüche in der Militärtechnik. Schon vorher, 1302, gibt es die berühmte Sporenschlacht von Courtrai, in der ein städtisches Aufgebot auch ein ritterliches Aufgebot besiegt. Lassen Sie mich da nochmal nachfragen an der Stelle und vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Also ich sehe da irgendwo eine Machtverschiebung auf dem Schlachtfeld von Adel, Ritter zum Volk hin, Langbogenschützen, aber auch ein bisschen später zum Gewalthaufen, Stichwort Schweiz oder Landsknechte. Sehen Sie auch diese Machtverschiebung, die zuerst auf dem Schlachtfeld passiert und dann in der Gesellschaft? Ich sehe eine Machtverschiebung, aber eine andere Art. Sie haben vollkommen recht. Das traditionelle Adelsaufgebot, also der gepanzerte Aristokrat zu Pferd, das tritt zunehmend zurück. Es erweist sich immer mehr als ineffizient. Neue Heeresformen, neue Militärtaktiken treten an die alte Stelle. Die stark bewaffnete Infanterie spielt hier einige Jahrzehnte lang die entscheidende Rolle. Aber diese Infanterie wird nicht von selbstbewussten Bürgern, die auf ihre Rechte pochen und Emanzipation wollen, gestellt, sondern von Söldnern, also von Berufssoldaten, die sich überwiegend aus den unteren Schichten, teilweise aus den Mittelschichten rekrutieren. Die werden angeworben etwa vom französischen König. Sie werden vermittelt durch die reichen Familien der Innerschweiz, die das große Geld machen. Diese Söldner sind Handelsobjekte. Sie werden regelrecht verkauft. Sie verkaufen ihre Körperkraft, ihre Wehrfähigkeit, letztlich ihre Gesundheit und ihr Leben. Aber sie sind Objekte, sie sind Bauern auf einem großen Schachspiel. Gewinner sind die Könige, die Monarchien, die Regierende, die den Krieg führen. Denn auf diese Weise drängen sie ihre Adligen, die ja immer auch Mitregierungsansprüche erhoben haben, allmählich zurück. Es sind die Monarchen, die Söldner in Dienst stellen und auf diese Weise ihre Position stärken. Das Volk hat bis ins 19. Jahrhundert kaum etwas zu sagen, mit Ausnahme der Jahre 1793 und 94 in Paris, wo die unteren Mittelschichten Revolution machen und eine Zeit lang ihre Interessen durchzusetzen vermögen. Aber ansonsten sind sie Verfügungsmasse in den Strategien der Mächtigen.
Das heißt, Sie sehen dann nicht unbedingt eine Parallele zur Antike. Wenn man da ins antike Athen schaut, ist es ja so, dass die, die in der Phalanx gekämpft haben oder die Ruderer der Kriegsschiffe, die haben ja dann irgendwann mehr Einfluss bekommen und das hat die Demokratie befördert in Athen. Das sehen Sie nicht, weil das eben die im Gewalthaufen gekämpft haben, vor allen Dingen Schweizer, das waren eben Söldner und keine freien Bürger. Ja. Es waren Söldner, die anderweitig kaum ein Auskommen hatten. Sie kommen übrigens aus der Innerschweiz, das ist eine karge Gegend, wo Getreideanbau kaum möglich war. Diejenigen, die die Kriegsschiffe bewegen, das sind sogar überwiegend Sträflinge, Galeerensträflinge, die also befristet oder lebenslang zu diesem Dienst verdammt worden sind. Im Gegensatz zu den freien Bürgern in den alten römischen Legionen und in den athenischen Aufgeboten des 5. Jahrhunderts. Nein, das ist ein großer Unterschied. Also Wehrdienst macht nicht frei, im Gegenteil. Davon profitiert eine politische und soziale Ordnung, die Europa stufenreicher, ungleicher, letztlich aristokratischer machen wird. Also die Profiteure dieser Entwicklung sind die Monarchen, die sich stehende Heere kaufen. Die müssen dafür Steuern erheben und werben dafür Söldner an. Allmählich nicht nur für konkrete Kriege, für aktuelle Konflikte, sondern auf Dauer. Und diese stehenden Heere sind natürlich auch eine Zwangsgewalt im Inneren. Wenn irgendwo in Frankreich des 17. Jahrhunderts Bauern revoltieren, und das geschieht fast immer, konnte man die adäquat unterdrücken. Also diese Umschichtung, Verwandlung der Armeen, des Militärwesens, führt nicht in die Demokratie, ganz im Gegenteil. Das haben wir dann 1793, 94, als im revolutionären Frankreich auf einmal der Job eines Offiziers nicht mehr den Adligen gehört, sondern von Bürgerlichen bekleidet werden, von einfachen Leuten bekleidet werden kann. Mhm. Aber vorher ist Europa eine sehr in sich geschlossene und vor allem im 18. Jahrhundert sehr abgeschlossene, rigide Ständegesellschaft. Ja. Das heißt, dieses Söldnerwesen führt dann eher dazu, dass lokale Adlige an Macht verlieren und der König an Macht gewinnt. Ja, das ist der große Prozess dieser Zeit, der auch nicht gewaltfrei vonstatten geht. Adel bleibt Adel. Jede Monarchie ist auf Adel angewiesen im alten Europa. Aber man möchte den Adel letztlich zähmen, domestizieren. Das ist der große Prozess, den der große Soziologe Norbert Elias für Frankreich mustergültig nachgezeichnet hat. Dazu ruft der König, also Ludwig XIV., in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts den Adel an seinen Hof. Die Adligen, die an den Hof dürfen, fühlen sich unendlich privilegiert, weil der König sie gewissermaßen in sein Schloss einlädt, mit ihnen zusammenlebt. Aber der König hat sie unter Kontrolle und er weiß, was sie tun und er kann sie gegeneinander ausspielen und auf diese Weise mächtiger werden. Also das Hauptbestreben der europäischen Monarchien bis ins 18. Jahrhundert hinein ist, die eigene Elite unter Kontrolle zu bekommen. Da fällt mir aber dann trotzdem eine Ausnahme ein, und das müsste doch England sein, oder? Durch die Magna Carta und dann viel später die Bill of Rights. Da ist es ja dann eigentlich genau andersrum. Da zähmt der Adel den König. Und auf dem Kontinent zähmt der König den Adel. Der Adel ringt dem König gewisse Vorrechte, gewisse Privilegien ab. Wir haben vor diesem Prozess der allmählichen Zurückdrängung des Adels aus den politischen Schlüsselstellen durchaus Ähnliches im kontinentalen Europa. Wir haben am Ende des Mittelalters, um diesen Begriff zu benutzen, die sogenannten Ständeversammlungen, die vom Adel dominiert werden. Wenn der König neue Steuern will, dann muss er den Adel, muss er die Stände, und wie gesagt, die sind vom Adel beherrscht, um Genehmigung bitten. Dadurch wird ja die Französische Revolution 1789 auch erst ausgelöst. Ja. Also wir haben ähnliche Prozesse. Das ist ein kompliziertes Ringen. Der König garantiert dem Adel seine Exklusivität, seine soziale Spitzenstellung, auch seine kulturelle Führungsposition. Aber er nimmt ihm die politischen Rechte. Das gelingt phasenweise sehr gut unter Ludwig XIV. Im 18. Jahrhundert gelingt es schon wieder schlechter.
weil die französische Monarchie im 18. Jahrhundert nie in der Lage ist, das Staatsdefizit durch neue Steuern zu beheben, weil die Eliten, der Geburtsadel, aber auch der Amtsadel, der durch Ämterkauf reich und adelig geworden ist, einfach seine Genehmigung nicht erteilt. Also in gewisser Weise bleibt dieses Ringen zwischen Monarchie und Eliten bis zur Französischen Revolution unentschieden. Ja. Und dann ändert sich allerdings vieles. Lassen Sie mich noch mal kurz zur Antike kommen und ob ich vielleicht doch zwei Parallelen finden kann. Punkt 1, ist die Schweiz vielleicht eine Ausnahme? Weil da in der Schweiz selber, wenn die Schweizer für die Schweiz kämpfen, sind es ja keine Söldner, sondern sie kämpfen dann für ihr Land. Das könnte eine Parallele sein. Und Punkt 2, einige Historiker behaupten, dass der Gewalthaufen so eine Art Wiedererfindung ist der antiken Phalanx. Beides ist, muss man sicherlich sehr stark differenzieren. In der Schweiz verläuft die Geschichte in einem großen europäischen Rahmen, aber mit eigenen Akzenten. Im 14. Jahrhundert wird in der Schweiz eine ältere adlige Elite von einer neuen, vor allem durch Viehzucht und Fleischverkauf reichen Elite abgelöst. Die stärkt ihre Position, indem sie den Landleuten, also den Bauern, weitgehende Zugeständnisse einräumt. Auf diese Weise entwickelt sich in der Innerschweiz die mythenumrankte Landsgemeinde, das heißt eine Versammlung aller mit dem vollen Landrecht versehenen männlichen volljährigen Bewohner, die alteuropäische Souveränitätsrechte ausübt. Sie wählt die Amtsträger, die immer aus vornehmen Familien kommen. Also insofern sind das Aristodemokratien. Aber sie kann auch rebellisch agieren, wenn etwa ungünstige Soldbündnisse geschlossen werden oder Sold ausbleibt. Dann kann sie auch die führenden Familien, die Spitzenpositionen innehaben, zeitweise vertreiben. Das große Geld mit dem Soldgeschäft machen diese großen Familien, die sich dann auch Adelstitel zulegen. Die kriegen sogenannte Pensionen, das sind Jahresgelder, wenn man es böswillig ausdrücken will, Bestechungsgelder vom französischen König oder vom spanischen König für ihre Bereitschaft, für ihre Verfügbarkeit eben Söldner anzuwerben. Das sind regelrechte Familienregimenter, die dann auch von Familienoffizieren geführt werden. Das ist eine Variante der europäischen Elitenlandschaft mit einem stärkeren volkstümlichen Element, aber kein absoluter Sonderfall. Die Phalanx des 15. Jahrhunderts ist doch in vieler Hinsicht anders als die Antike. Ein Militärtheoretiker wie Machiavelli war der Meinung, wir müssen von den alten Römern lernen. Und er hat Teile der Bewaffnung der römischen Legionen für seine eigene Miliz, die er in Florenz aufstellte, zu kopieren versucht. Er hat aber ganz klar gesehen, dass die Kriegführung anno 1500 etwas anderes ist als in der Antike. Man kopiert nicht die antike Phalanx. Man fügt für die neuen Kriegstechniken, für die verschiedenen Angriffsmethoden eben doch neue Bewaffnungsformen. Naja, beim Gewalthaufen gibt es ja schon die Parallele, dass eine Infanterie sehr dicht zusammensteht und mit langen Spießen ausgestattet ist, um eben dann effektiv auch gegen Reiterei zu sein. Also manche vergleichen das gerne mit der Phalanx. Es ist keine Phalanx, vielleicht wie im alten Griechenland. Vielleicht auch nicht so diszipliniert und so gut ausgebildet, wer weiß. Aber sicher, aber ich meine, der große Augenblick dieser eidgenössischen Phalanx dauert ja nicht sehr lange. Sie haben ihre spektakulären Erfolge im 15. Jahrhundert auch noch am Anfang des 16. Jahrhunderts, 1513 bei Novara, ein schon sehr verlustreicher Sieg über das französische Heer. Sie haben dann ihren schwarzen Tag, gewissermaßen ihr Cannae im September 1515 bei Marignano, als eine neue Entwicklung deutlich wird. Die Geschütze sind inzwischen so stark, dass sie auch eine stark formierte Phalanx durch ihren Beschuss regelrecht auslöschen können. Ja. Trotzdem bleibt das Infanteriekontingent durchaus ein wichtiger Faktor der Kriegstechnik. Es wird, Söldner wird ein regelrechter Lehrberuf.
ist eine relativ komplizierte Ausbildung. Auch das unterscheidet sich von den Bürgerheeren der Antike. Da im alten Rom, also im wirklich älteren republikanischen Rom, ist das der Handwerker oder der Bauer, der für eine bestimmte Zeit lang Kriegsdienst leistet. Das wird dann unter ab etwa 100 vor Christus auch professionalisiert. Aber es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt auch eben auch große Unterschiede, weil sich im 16. Jahrhundert eben die Kriegstechnik doch entscheidend verändert. Die Kavallerie hat eine neue Rolle und die Artillerie, die Festungen spielen eine neue Rolle. Machiavelli hat das alles sehr widerwillig anerkannt, aber man kann häufig lesen, dass er ein unbelehrbarer Nostalgiker und Reaktionär in Militärsachen war, aber das stimmt nicht. Er hat manches aus der Antike übernommen, aber er hat schon den veränderten Zeitumständen noch Rechnung getragen. Ja. Kommen wir zu der Pest, zu Ihrem Buch. Welche Gemeinsamkeiten gibt es von der Pestpandemie zu der gegenwärtigen Corona-Pandemie und wo sind die wichtigen Unterschiede? Ich würde von Ähnlichkeiten sprechen. Vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen, sondern zueinander in Beziehung setzen und damit auch Unterschiede herauszuarbeiten. Eine gemeinsame Grundsituation ist für uns alle sichtbar, das plötzliche Einbrechen einer bisher unbekannten Krankheit. Das ist eine Schocksituation. Wir haben wahrscheinlich alle in unserer DNA solche uralten Katastrophenszenarien gespeichert. Man auf eine neue, bislang nicht behandelbare Krankheit reagiert man mit Angst, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, auch mit Panikreaktionen. Siehe die Toilettenpapier- und Nudelregale in den Supermärkten. Der Mensch erkennt sich als verletzlich. Alle Sicherheiten scheinen zu fallen. Urängste kommen auf. Das wäre gewissermaßen die gemeinsame Situation. Auch die Medien tun das ihre, tragen ihren Teil dazu bei, um diese Angst zu schüren. Die Unterschiede sind natürlich gewichtig. Das 21. Jahrhundert hat ein medizinisches Wissen, das es im 14. Jahrhundert überhaupt nicht gab. Die Mortalitätsrate liegt sehr viel niedriger als im 14. Jahrhundert. Also es gibt Elemente, die ursprüngliche Schocksituation dann deutlich abmildern. Aber gewisse Ähnlichkeiten gibt es ohne Frage. Auch was die Reaktionen der Regierenden angeht. Im 14. Jahrhundert mussten die Mächtigen, nennen wir sie einmal ganz pauschal so, vorzeigen, dass sie etwas tun. Sie mussten also Aktivitäten ergreifen, auch wenn es keine sinnvollen Aktivitäten gab. Da fällt mir jetzt sofort Markus Söder ein. Der muss auch zeigen, dass er was tut. Das müssen heutige Politiker. Kommt deswegen gut an. Kam gut an, sagen wir einmal. Ich weiß nicht, wie die Werte sind, aber vielleicht kommt er immer noch gut an. Ja, das erwarten die Menschen. Obrigkeiten sind dazu da, zugunsten der Menschen zu handeln, damals zugunsten der Untertanen, heute zugunsten der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Sie verlieren ihre Legitimität, wenn sie das nicht tun. Im 14. Jahrhundert geht man davon aus, behaupten die Mächtigen, dass sie ihre Herrschaft von Gott haben, dass sie ihr Mandat, ihren Auftrag vom Himmel übertragen bekommen haben. Das müssen sie beweisen. Also, wenn du von Gott kommst, dann tu etwas. Ja. Die Menschen des 14. Jahrhunderts. Das entscheidende Stichwort, ja, wenn ich da unterbrechen darf. Die nächste Frage wäre nämlich, welche Rolle die Religion spielt. Da möchte ich gerne etwas von der Seite 48 dazu vorlesen. Ja. Priester sind Menschen wie alle anderen auch. Sie behaupten, ihr Leben Gott gewidmet zu haben und dadurch von niedrigen irdischen Begierden und Ängsten befreit zu sein. Doch dieser Anspruch hält der Feuerprobe der Pest nicht stand. Das war an sich keine neue Erkenntnis, denn dass Geistliche und speziell Bettelmönche den natürlichen Leidenschaften, speziell den geschlechtlichen, eher noch heftiger frönten als die Laien, war ein unerschöpfliches Thema von Fastennachtskomödien und Novellen. Doch eine solche Hingabe an das menschlich allzu Menschliche war nicht dasselbe wie die Pflichtverweigerung im Augenblick des Todes.
Insofern wurde die vorher bestehende Krise der Kirche und der Kleriker durch die Erfahrung der Pest nicht ausgelöst, sondern zugespitzt. Ja, das ist ein Eindruck, den wir aus vielen Berichten der Überlebenden gewinnen. Diese Berichte werden Jahre nach der Pest, manchmal Jahrzehnte nach der Pest geschrieben. Sie sind auch ein Stück Selbsttherapie. Manchmal gegenwärtigt sich noch einmal den Schrecken, sieht, dass es jetzt besser geht und fühlt sich auf diese Weise auch besser. Ein Eindruck, der sich offenbar während dieser Krisenzeit festgesetzt hat. Die Geistlichen verweigern häufig ihren Job. Der Job des Geistlichen ist auch, besteht aus vielen Pflichten. Eine wesentliche Pflicht ist, den Sterbenden Trost zu spenden, Sakramente zu geben, gewissermaßen den Übergang ins Jenseits gnädig und günstig zu gestalten. Der Sterbende beichtet, er wird losgesprochen und darf hoffen, nach einem kurzen Aufenthalt im Fegefeuer ins Paradies zu gelangen. Der Tod ist ritualisiert, es gibt Musterbücher, wie man christlich sterben muss. Das alles funktioniert nicht mehr in der Pest. Aus verschiedenen Gründen, weil zu viele Leute gleichzeitig sterben natürlich, aber auch, weil Geistliche ihre Aufgaben schlicht nicht wahrnehmen, verweigern, aus Angst, sich selber anzustecken. Das ist sehr menschlich. Aber die Geistlichkeit des 14. Jahrhunderts bildet einen eigenen Stand. Sie hat Wein, sie beansprucht, unmittelbaren Kontakt zu Gott, Dolmetscher, Mittler zwischen Gott und den Menschen zu sein. Und deswegen stellt sich eine große Frustration ein, wenn man entdeckt, dass die Geistlichen genauso von sehr menschlichen Ängsten beherrscht werden wie die Nichtgeistlichen. Eigentlich sollten sie durch göttliche Gnade dagegen gefeit sein. Das sind sie aber nicht. Das ist eine Enttäuschung, eine Frustration, die wir in vielen Texten haben. Auch, dass es der höheren Geistlichkeit nicht gelingt, die angebliche Gottesstrafe Pest zu beenden. Ein guter Vermittler, ein guter Broker, ein guter Makler müsste doch in der Lage sein, mit Gott gnädige Bedingungen auszuhandeln. So stellt man sich das vor. Die meisten Menschen haben sehr kaufmännische Vorstellungen von Religion. Ich tue etwas Gutes, ich stifte zum Beispiel eine Kapelle oder ich gebe ein Almosen. Gott wird mir eine Gegenleistung dafür bieten. Also ich gebe, damit du gibst. Das funktioniert aber offenbar nicht, weil die Geistlichkeit die Pest nicht beenden kann und die Gottesstrafe, so glaubt man, auf diese Weise fortdauert. Das alles trägt dazu bei, der Kirche einen schlechten Ruf einzubringen und damit auch einen wesentlichen Teil ihrer Rechtfertigung zu nehmen. Jetzt beschreiben Sie ja auch Unterschiede von Stadt zu Land und von Südeuropa zu Nordeuropa. Vielleicht ein paar Worte dazu. Lassen Sie mich aber gleich die nächste Frage hinterher schieben, die damit zusammenhängt. Ich hatte den Eindruck, dass also vor der Pest kam die Judenverfolgung und dann die Geißler, besonders schockierend diese Geschichten. Da hatte ich den Eindruck, dass es in Deutschland wieder einmal schlimmer war als in anderen Regionen in Deutschland. Als in anderen europäischen Ländern. Ja, ja. Das ist richtig. Dieser Eindruck trifft zu. Wir haben in wichtigen deutschen Städten massenhafte Ausschreitungen gegen die jüdische Minderheit. Es kommt zu entsetzlichen Massakern mit unaussprechlichen Grausamkeiten. Perverserweise aus unserer Sicht glauben diejenigen, die diese Mordtaten begehen, etwas Gottgefälliges zu tun. Die Kirche selber hat jahrhundertelang diese Atmosphäre aufgeheizt. Sie hat die Juden als Christusmörder verunglimpft. Nicht alle Kleriker haben das getan, aber es gibt dieses sehr judenfeindliche Klima, sodass diejenigen, die diese grausamen Mordtaten begehen, diese Verfolgung organisieren und diese Massaker ausführen, perverserweise glauben, etwas Gottgefälliges zu tun. Und zwar im Hinblick auf die Pest. Die Judenpogrome und die Geißlerzüge kommen vor der Pest, aber gewissermaßen. Das hat mich ja überrascht. Ich dachte danach. Nein, das steht heute fest, das habe ich nicht erforscht, das haben Historiker in den letzten Jahrzehnten sehr deutlich gemacht. Darin liegt ja auch eine finstere Logik. Man hat Angst vor der Pest, sie scheint sich anzukündigen. Man sieht sie langsam auf sich zukommen. Die Pest hat eine relativ geringe
Reisegeschwindigkeit, aber sie kommt. Man hat aber noch Zeit zu reagieren und dann glaubt man grausamerweise, fatalerweise durch die Opferung der Juden etwas Gottgefälliges zu tun. Wenn wir die Christusmörder selber ermorden, wird uns Gott dafür belohnen. Er wird in letzter Minute diese Strafe der Pest aufheben. Er wird sie uns erlassen. Die Geißler tun das aus demselben Grund. Wenn die Gottesstrafe Sinn macht, muss ja ein Vergehen vorliegen. Nur ein Vergehen wird bestraft. Die Menschen waren sündig. Sie bekennen jetzt in diesen blutigen Selbstzerfleischungszügen ihre Sünde. Sie zeigen Reue. Sie tun Buße und hoffen dasselbe wie die Judenmörder, dass Gott die Pest im letzten Moment eben an ihnen vorbeischickt. Das ist eine Logik, die wir aus der Geschichte erschließen können, die uns natürlich empört und erschreckt. Ja. Ich war natürlich besonders schockiert als Würzburger, dass es anscheinend in Würzburg besonders schlimm war, weil man da die Juden ja praktisch komplett vernichtet hat. Ja, auch in anderen Städten und auch der damalige Kaiser Karl IV. Macht sich in gewisser Weise zum Komplizen dieser Judenvernichtung. Das ist eine sehr unheilvolle Konstellation, an der wohl alle Schichten beteiligt sind. Auch der Rat, also die städtische Führungsschicht, kann beteiligt sein. Manchmal sind es die Zünfte, also die im weitesten Sinne die Mittelschicht, die das Vorgehen gegen die Juden fordert. Aber auch die Fürsten machen nicht selten mit. Es gibt ein paar Ausnahmen, die aus unserer Sicht ja, lobenswerte, bewundernswerte Ausnahme ist der Papst, Clemens VI., ein französischer Aristokrat, im Vorleben ein Weltmann, der auch seine Neffen kräftig fördert, also ein Grand Seigneur, der schreibt eine Bulle, in der er die Juden freispricht und sagt, das ist falsch und man kann es auch beweisen. Also er schreibt schon fast im Sinne der Aufklärung, schauen wir uns das doch einmal an. Die Pest ist überall, auch da, wo es gar keine Juden gibt. Also wer die Juden anklagt, begeht ein schweres Verbrechen. Wer den Juden etwas antut, ein noch schwereres. Er wird mit schwersten Kirchenstrafen belegt. Das nötigt uns heute großen Respekt ab. Aber es bleibt folgenlos. Im Gegenteil, es entfremdet die Menschen noch mehr von der Kirche. Weil sie sagen, es bleibt deswegen folgenlos. Sie haben es ja selbst gesagt, weil die Kirche ja über Jahrhunderte die Stimmung gegen die Juden angeheizt hat. Ja. Ja. Und man sieht den Papst jetzt auch eben als einen Komplizen. Und man wirft ihm auch vor, wenn du der Statthalter Christi auf Erden bist, das ist eine Position, die die Päpste beanspruchen, ja, dann tu etwas. Dann walte deines Amtes und verschaffe uns wieder einen gnädigen Gott, der diese verfluchte Gottesstrafe endlich beendet. Du kannst das ja auch nicht. Also, das heißt, die Menschen haben sich ein Stück weit vom Papst abgewendet und haben die Dinge selbst in die Hand genommen. Ja, diese religiöse Selbsthilfe ist bei diesen Geißlerzügen sehr deutlich, auch bei diesen fürchterlichen Judenpogromen. Für das Papsttum ist das auch eine Krise. 30 Jahre nach der ersten Pestwelle spaltet sich die Kirche erst in zwei Päpste und dann 30 Jahre später sogar noch einmal in drei Päpste. Das alles ist eine große Krisenerscheinung, die in gewisser Weise auch gewissermaßen mit der historischen Nabelschnur mit dieser Pest verbunden ist. Ja. Jetzt nach der Judenverfolgung und nach den Geißlern kommt dann die Pest. Und da möchte ich gerne zwei Passagen aus dem Buch vorlesen, die besonders, ich sag mal, gruselig sind. Wir haben einmal den irischen Franziskanermönch John Glynn, der schreibt, fast schon tot, mein Ende erwartend, habe ich mit Sorgfalt alles aufgeschrieben, was ich gehört und in Erfahrung gebracht habe. Damit aber meine Notizen nicht verloren gehen und das Werk nicht mit seinem Schöpfer verschwindet, lege ich Pergament für seine Fortsetzung bereit. Falls zufällig in Zukunft jemand überlebt und ein Nachfahre Adams das von mir begonnene Werk zu Ende führen kann. Und eine zweite Passage. Ich, Agnolo di Tura, den man den Dicken nennt, beerdigte eigenhändig 5 meiner Kinder in der allgemeinen Grabstätte. Anderen erging es nicht besser. Andere Tote wurden so nachlässig bestattet, dass sie von Hunden ausgegraben, in der Stadt verteilt und teilweise auch gefressen wurden. Wie fühlt sich das an, wenn man sowas im Original liest?
Natürlich schlimm und traurig. Ich habe auch während meiner Recherchen im Vatikanischen Archiv einmal Briefe aus dem pestverseuchten Genua des Jahres 1630 in der Hand gehabt. Ich habe mir hinterher sehr sorgfältig die Hände gewaschen, obwohl Pestbazillen, glaube ich, keine 350 Jahre überleben können. Wir suchen heute nach Helden. Das ist ein merkwürdiger Grundzug des Corona-Jahres, der Corona-Zeit. Wir finden sie zurecht in den tapferen Ärzten und Krankenschwestern. Dieser irische Mönch ist auch eine Heldengestalt dieser Zeit, die uns Bewunderung abnötigt. Er weiß, dass er bald sterben wird. Klostergemeinschaften hatten keine großen Überlebenschancen. Wenn sich einer ansteckte, dann stecken sich die anderen auch an. Man lebte viel zu eng zusammen. Er weiß also, ich habe noch vielleicht noch 3, 4, 5 Tage, aber ich gebe die Fackel weiter, falls es noch weitere Menschen gibt. Ich gebe nicht auf. Ich schreibe bis zum Schluss. Was passiert ist, erinnert so ein bisschen an die Ballade von John Maynard, von Theodor Fontane, dem tapferen Steuermann, der aushält, bis das Schiff an Land ist. Ich lege Zeugnis ab, was hier geschieht, zum Nutzen und Frommen späterer Generationen. Er stirbt dann ja offenbar auch, verschwindet ja. Und zugleich ist es ein Dokument für die Endzeitangst dieser Zeit. Man glaubt, die Welt könnte zu Ende gehen, das jüngste Gericht kommt. Und davor hatte man Angst, denn alle Menschen fühlen sich als Sünder und Christus wird jeden nach Verdienst oder nach Vergehen beurteilen. Endzeitängste gehen um. Ein klein wenig auch in der Corona-Zeit, glaube ich. Das ist so würde ich diesen Fall einordnen. Angelositura, ja, das ist heute sogar Schulbuchlektüre in Italien. Das ist ein sehr bekannter Text, der natürlich erschütternd ist. 5 Kinder beerdigen im Massengrab. Das hat es so gegeben. Man konnte gar nicht individuell bestatten. Eine gewisse Ähnlichkeit zu den vielen, vielen Gräbern, etwa in Brasilien der Corona-Zeit. Der Tod wird seriell anonym. Er macht keinen Sinn mehr. Für den Menschen dieser Zeit war der Tod der logische Abschluss des irdischen Lebens und der Eintritt ins ewige Leben. Das wird alles verwischt. Dieser Tod hat kein Gesicht mehr, er hat keinen Sinn mehr. Ja. Das ist, glaube ich, auch für den armen Vater hier so erschüttert. Und trotzdem gibt es ja eine Ausnahme, die kurioserweise hervorsticht, nämlich Mailand. Wie hat das Mailand geschafft und wie konnte das überhaupt durchgesetzt werden? Was waren da für politische Zustände da in Mailand? Erst einmal öffnet sich ein Zeitfenster. Die Pest landet Anfang Oktober 1347 in Messina, das wissen wir sehr genau. Sie verbreitet sich von dort aus, aber es gibt einen gewissen Vorlauf. Die Pest braucht ungefähr ein halbes Jahr, bis sie in Mittel- und Norditalien ist. Und der damalige Machthaber in Mailand, Luchino Visconti, der Regisseur des Tod in Venedigs und des Films über Ludwig II. Von Bayern, heißt auch so. Er ist sogar ein später Abkömmling derselben Familie. Dieser Luchino Visconti, der Erste im 14. Jahrhundert, reagiert als einzig politisch Verantwortlicher sehr schnell und sehr konsequent, auch mit brutaler Härte. Sehr chinesisch. Ja, das ist ein Vergleich, der sich immer wieder aufdrängt. Ich komme gleich dazu. Er versorgt die Stadt mit Lebensmitteln. Mailand ist eine Großstadt, 150.000 Einwohner ungefähr. Dann, als die Pest wirklich da ist, als man in Piacenza, etwa 60 Kilometer südlich, grausam krepiert, sind die Stadttore zu. Waren und Menschen kommen nur rein, wenn sie eine strenge Kontrolle, also Stichwort Schnelltests, unterworfen werden. Und es gelingt tatsächlich, aus dieser Großstadt die Pest fernzuhalten. Offenbar, das wird in allen Quellen gesagt, hier stirbt man grauenhaft, in Mailand stirbt man nicht. Das heißt, man stirbt nicht an der Pest. Es soll 3 Familien gegeben haben, die sich infiziert haben. Die werden eingemauert. Ob man abwartet, was passiert, ob man sie verhungern lässt, lassen wir mal offen. Wahrscheinlich letzteres. Also eine gewisse Brutalität kommt ins Spiel. Aber der Eindruck ist ungeheuer. Den kann man sich gar nicht mehr vergegenwärtigen. Überall stirbt ein Viertel bis ein Drittel, teilweise die Hälfte der Bevölkerung unter entsetzlichen Umständen. Also der Pesttod ist kein schöner Tod, wirklich nicht. Und in Mailand passiert das nicht. Das verschafft diesem Mann, dieser Familie ein ungeheures Prestige. Und der weitere Aufstieg der Familie Visconti in Mailand ist auch bemerkenswert. Also ein späterer Abkömmling ist um 1400 kurz davor, eine Art Zusammenschluss Italiens bis inklusive Toskana zu schaffen. Das muss dieser Familie
ein sehr großes Prestige gebracht haben. Die Herrschaftsform ist ungewöhnlich, dass ein Mann aus einer Familie alle Macht hat. In den meisten anderen Städten regiert eine Oligarchie, also eine ziemlich genau umrissene, für Aufstieg allerdings offene Schicht wohlhabender Familien. Das ist ein sehr umständliches Prozedere. Das muss durch viele Räte und Kommissionen. In Mailand kann ein Einzelner entscheiden. Und das soll kein Lob des starken Mannes heute sein, aber er ergreift diese Chance. Und das ist wirklich ganz ungewöhnlich. Es wird auch honoriert. Also wenn wir spätere Geschichten Mailands, etwa im Zeitalter der Aufklärung lesen, nur ein Satz, Luchino Visconti bewahrte Mailand vor der Pest. Und das hat ein gewaltiges Echo in dieser Zeit. Stellen Sie sich das einmal heute vor. Eine Stadt oder ein Land hat wirklich keine einzige Corona-Infektion. Die müssen sich um ihre Wiederwahl keine Sorgen machen. Allerdings. Kommen wir mal zu den Folgen der Pest. Sie schreiben ja, dass vor allen Dingen die Angehörigen der unteren Schichten sterben, zu einem viel höheren Prozentsatz als in der Mitte oder in der Oberschicht. Schreiben aber auch gleichzeitig für die Zeit nach der Pest, da sprechen Sie von höheren Löhnen und einem höheren Selbstbewusstsein der kleinen Leute. Dazu zwei Fragen. Nummer eins, sind diese so beschriebenen kleinen Leute überhaupt noch kleine Leute oder füllen die Lücken weiter oben auf? Und die zweite Frage, ist das der Beginn der Entstehung der viel später so wichtigen Mittelschicht? Denn die Mitte wird ja prozentual stärker, wenn vor allen Dingen die Unterschicht wegstirbt. Alles in einem gewissen Maße, ja. Erst einmal ist das eine ganz einfache Relation von Angebot und Nachfrage. Die einfachen Leute sterben in größerer Zahl. Das liegt daran, dass sie in der Stadt in sehr ungünstigen hygienischen Bedingungen hausen. Auf dem Land kann man sich noch weniger schützen, man kann nicht fliehen, man hat nicht die Mittel, sich in eine Villa zurückzuziehen. Also die unteren Schichten sterben überproportional. Das haben kluge Ärzte dieser Zeit auch sehr deutlich gesehen. Sie sind auch anfälliger, weil sie schwere körperliche Arbeit leisten, weil sie sich weniger gut ernähren. Das heißt, nach der Pest ist Arbeitskraft seltener geworden. Es gibt einfach weniger Tagelöhner, weniger Bauern, die gegen Pacht Landgüter bestellen können. Und wenn etwas seltener wird, Wert ist kostbarer. Das heißt, für die immer noch hohe Nachfrage nach Arbeitskraft gibt es einfach weniger Arbeitskräfte und die Löhne steigen. Das ist eine Logik, die wir immer haben. Das dauert nicht ewig, das dauert ein paar Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt. Und zugleich haben wir tatsächlich durch diese verbesserten Lebensbedingungen auch gesteigertes Selbstbewusstsein. Die Reichen, die Pestberichte schreiben, finden das empörend, dreist. Die kleinen Leute sind frech geworden. Sie bieten uns aber einmal die Stirn, sie nehmen die Verhältnisse nicht mehr hin. Man kann, wie gesagt, günstigere Löhne, günstigere Pachten aushandeln. Einige Familien steigen auch auf, weil Vermögen herrenlos geworden sind und plötzlich an extrem entfernte Verwandte fallen. Also manche Familien steigen auf. Die kleinen Leute haben einige Zeit lang bessere Lebensbedingungen und sie werden wohl tatsächlich auch selbstbewusster, denn sie sehen, Sterben macht gleich. Der Pesttod verschont auch die Mächtigen nicht. Und eine sehr alte Idee, die auch im Christentum angelegt ist, aber in der Kirche keine adäquate Widerspiegelung findet, weil die oberen Ränge der Kirche immer von den Adligen besetzt sind, aber eine im Christentum angelegte Gleichheitsidee, wir sind doch alle vor Gott gleich, wir stammen alle von Adam und Eva ab, kommt, verbreitet sich sicherlich auch in den Köpfen der Zeit. Wir haben gelegentlich Beispiele dafür, etwa 1378, als die entrechteten und ausgebeuteten Schichten von Florenz, die Wollarbeiter ohne Zunft und ohne Mitspracherechte, auf einmal Revolution machen und sagen, wir wollen auch mit regieren. Wir sind auch Menschen, wir sind auf Augenhöhe mit euch. Also offenbar hat die Pest hier vieles bewegt, auch im Bauernkrieg 1525 in Süddeutschland besinnt man sich wieder darauf, wir sind doch eigentlich alle gleich. Und ein Massensterben fördert sicherlich solche Mentalitäten. Ja. Kommen wir mal zu den Machthabern, also dem Adel und den Kirchenvertretern. Was hat sich da vor allen Dingen durch die Pest verändert? Vertrauensverlust, sicherlich. Darüber haben wir auch schon teilweise gesprochen. Nehmen wir das Beispiel Venedig. Dort ist eine ziemlich fest umrissene Oligarchie von großen Kaufleuten an der Macht. Venedig ist eine Hafenstadt. Auch da steht die Pest vor der Tür, aber man macht
das Gegenteil von Mailand. Man lässt die Handelsverbindung offen, weil die großen Familien, die die Geschicke der Stadt bestimmen, auf diese Einkünfte angewiesen sind. Erst im Juli 1348, als es viel zu spät ist, als das Massensterben bereits begonnen hat, werden die Handelsverbindungen unterbrochen. Also hier haben sich die ökonomischen Interessen gegen die Sicherheitsinteressen durchgesetzt. Wir haben ja heute ähnliche Konflikte. Sollen wir die Wirtschaft lahmlegen oder nicht? Damals ist das natürlich gar keine Frage, weil ein Massensterben eigentlich eine solche Alternative gar nicht zulässt. Aber man tut das Gegenteil von Mailand und 7 Jahre später rotten sich kleinere Kaufleute, Schiffskapitäne, also typische Mittelstandsvertreter zusammen und wollen mit dem Dogen zusammen einen Staatsstreich machen und diese eigennützigen Adligen entmachten. Das gelingt nicht, aber es ist eine Reaktion auf diese Erfahrung der Pest, in der sich die wirtschaftlichen Interessen der Reichen durchgesetzt haben. Ja. Und dieser Vertrauensverlust dem Adel und den Kirchenvertretern gegenüber, war das dann tatsächlich ein erster Schritt zu dem Machtverlust, der Jahrhunderte später geschah? Nicht direkt. Also linear, so geradlinig verläuft die Geschichte sicher nicht. Ein Schritt von vielen. Ein Schritt von vielen. Man gewöhnt sich, die Pest kommt ja zurück und man gewöhnt sich im Laufe dieser Pestepidemien daran, auf dem Land mehr Mitspracherechte zu haben. Was dann auch im Bauernkrieg zutage kommt, ein Konfliktgrund ist, weil im 16. Jahrhundert diese vorher gewachsenen Rechte wieder eingeschränkt werden. Ein gewisses Gleichheitsgefühl und ein gewisses Selbstbewusstsein in den ländlichen Schichten, auch in den städtischen Unterschichten, dürfte sich durch die Pest entwickelt haben. Es findet nicht unmittelbar ein Ventil, nicht unmittelbar einen Ausdruck. Wie gesagt, ein Ventil findet es 1378 in Florenz. Ja. Aber die Erinnerung stirbt sicher nicht. Und wenn sich dann im revolutionären Frankreich etwa, im revolutionären Paris 1793, 94, sehr viel später zugegebenermaßen, radikalrevolutionäre, auch sozialrevolutionäre Bewegungen bilden, dann ist das in vieler Hinsicht ein spätes Erbe dieser Zeit. Eine unmittelbare Linie lässt sich nicht nachweisen. Aber das Misstrauen gegenüber denen da oben, gegenüber den eigennützigen Interessen und Machenschaften der Mächtigen, stirbt ja nie aus. Wenn Hungersnöte einbrechen, kommt sofort der Verdacht auf, da gibt es ein Komplott. Also Verschwörungstheorien sind nicht nur 2020, 2021 im Schwange. Die Mächtigen schließen ein Bündnis mit den Großhändlern. Sie schiffen Getreide außer Landes, um uns auszuhungern. Und im 18. Jahrhundert ist auf einmal der König mit von der Partie in dieser Verschwörung. Von da an ist es dann nur noch ein kurzer Weg bis zur Guillotine, auf der König dann geköpft wird, 1793. Also ich würde hier sehr lange Verbindungslinien sehen. Im Einzelnen nachzuweisen sind sie so nicht. Okay. Vielleicht mit Blick auf die Renaissance, die ja gut 100 Jahre nach der Pest stattfindet. In Italien, erste Frage, wie hat die Pest den Humanismus beeinflusst? Und die zweite Frage, könnte Folgendes eine Art Zusammenfassung sein vom Beginn der Renaissance? Sie schreiben nämlich auf der Seite 74, konkret hieß das, dass niemand mehr an dem Platz der Gesellschaft verweilen wollte, an den Gott ihn gestellt hatte. Das gibt ein bisschen die wütende, enttäuschte, ressentimentgeladene Reaktion der Bessergestellten. Ja. Die sehen tatsächlich, die kleinen Leute sind dreist und frech geworden. Sie leisten Widerworte und Widerstand. Also das ist gewissermaßen eine Widerspiegelung. Die Humanisten sind Gelehrten eines neuen Typus. Sie orientieren sich ganz an der Antike, die sie also grenzenlos verehren, von der sie lernen wollen. Irgendwann glauben sie auch, dass sie es besser können im 15. Jahrhundert als Cicero und Co. Aber sie orientieren sich ganzheitlich an der Kultur der Antike und sie entwickeln ein neues Lebens- und Menschenideal. Sich nicht mehr ins Kloster zurückziehen wie die Mönche, die im Übrigen auch ein schauerliches Latein schreiben in den Augen der Humanisten. Gute Sprache heißt für Humanisten gute Sitten, gutes Leben. Sie treten als Lebenslehrer auf. Ein gottgefälliges Leben ist in der Welt, als Familienvater oder Familienmutter, im Geschäft, auch in der Politik.
nicht mehr hinter Klostermauern fliehen. Das ist eine feige Flucht, ein feiges sich ja, davon. Da lese ich gleich noch was vor, ja. Ja. Aber vielleicht vorher noch mal zum Ende des Buches. Da lernt man ja eine Handwerkstochter kennen und einen Gastwirtssohn. Vielleicht verraten Sie nicht zu viel, nur ein paar Worte. Auf was darf sich da der Leser freuen? Auf zwei äußerst ungewöhnliche Menschen mit einer außerordentlich ungewöhnlichen Lebensgeschichte, wobei diese Lebensgeschichte vom Urerlebnis der Pest wesentlich geprägt ist. Zwei extrem unterschiedliche Lebensläufe. Die eine Person sucht ihr Heil im Reichtum und wird am Ende der reichste Mensch Europas, vielleicht der reichste Mensch der Welt, aber nicht glücklich, weil die Angst, alles zu verlieren, durch eine neue Pest zum Beispiel immer da ist. Die andere Person, eine weibliche, wird äußerst selbstbewusst, emanzipiert sich, tritt gegenüber Papst und Kardinälen fordernd auf. Sie schreibt Briefe an Päpste, in denen sie Anweisungen gibt. Sie tritt in der Pest als Wunderheilerin auf. Also wenn wir die Wahrnehmung der damaligen Menschen zugrunde legen, kann sie die Pest besiegen. Also, verraten Sie nicht zu viel. Es sind zwei unglaublich spannende Biografien. Es ist toll zu lesen. Dankeschön. Noch einmal auf die Humanisten zurückzukommen. Dieser Stolz auf eine neue Lebenslehre, auf einen neuen Menschen, der ganzheitlich, wirtschaftlich, familiär, politisch agiert und nicht mehr im Kloster ist, darin würde ich auch eine Widerstandsreaktion gegen das Elend des Massensterbens sehen. So viele Tote, so viele im Abstand von 10, 15 Jahren aufeinanderfolgende Pandemien. Irgendwann hat man genug davon. Und das Elend kippt um. Man entdeckt nach der Misere des Menschen die Großartigkeit des Menschen, auch die Schönheit und die Würde des Menschen. Und das haben wir dann in den ersten großen Renaissance-Kunstwerken um 1410, Donatello, Masaccio, die sind alle so um 1380 geboren und wissen, was die Pest ist. Und sie zeigen uns einen Menschen, der nicht verwest und nicht im Grabe modert, sondern die Stirn bietet. Und das ist auch etwas, glaube ich, auch etwas Großartiges. Ja. Lassen Sie uns nochmal über ein ganz anderes Thema sprechen, denn Sie haben sich ja auch sehr intensiv mit der Geschichte des Papsttums auseinandergesetzt. Sprechen wir kurz über den berühmten Borgia-Papst Alexander VI. Der hatte Kinder, der ist für Morde verantwortlich, hat Kriege geführt und ihm wird sogar ein Verhältnis mit seiner eigenen Tochter nachgesagt. Ich möchte Ihnen jetzt nichts fragen, was die Zuschauer schon wissen. Lassen Sie mich umgekehrt fragen, was ist Ihrer Ansicht nach falsch am Bild dieses Papstes? Wenig. Ich würde sagen, es ist fast alles richtig. Ich würde den Inzest herausstreichen. Nicht, weil der Papst so moralisch gewesen wäre, die Finger von seiner Tochter zu lassen. Das passte einfach nicht in die Strategien der Borgia. Sie brauchten Lucretia, die wichtigste Tochter des Papstes, der ein Dutzend Kinder gehabt hat. Sie wurde verheiratet. Sie war eine Art Faustpfand, also brutal gesprochen Verfügungsmasse in den Händen von ihrem Vater und von ihrem Bruder. Wobei sie sich dann später durchaus emanzipiert hat. Also Lucrezia Borgia ist eine starke Frau. Aber alles andere stimmt. Die Borgia haben Terror zum ersten Mal, würde ich sagen, in der europäischen Geschichte zum Herrschaftssystem, zur Herrschaftsmethode gemacht. Wie die Mafia wird ja oft irgendwie verglichen. Ja? Oder Sie haben gerade schon einen Bruder angesprochen, beziehungsweise einen der Söhne des Papstes, Cesare Borgia. Vielleicht sagen Sie kurz ein paar Worte dazu, wer war das und was hat er mit Niccolò Machiavelli zu tun? Cesare Borgia war der Lieblingssohn. Er stammte aus einer langjährigen Beziehung mit der Lebensabschnittspartnerin Vannozza dei Cattani. Diesen Sohn hat Papst Alexander VI. Erst zum Kardinal gemacht, dann skandalöserweise vom Kardinal zum Fürsten. Er sollte ein erbliches Fürstentum Romagna für die Borgia begründen. Man schließt einen Deal mit dem französischen König. Man löst dessen Ehe auf, sodass der eine neue Frau heiraten und die Bretagne inkorporieren kann. Also ein Deal auf Gegenseitigkeit. Cesare bekommt Truppen und eine vornehme adlige Braut.
also Papst und französischer König schließen einen Deal. Diese Eroberung schreitet auch voran, also und dann stirbt der Papst plötzlich im August 1503, sicher nicht an Gift, sondern mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit an Malaria. Auch Cäsar ist schwer krank. Ich würde ihn aus der globalen historischen Perspektive als einen intelligenten Desperado ansehen, denn das konnte nicht funktionieren. Spätere Päpste hätten einer Abtrennung des nördlichen Kirchenstaates als Familienfürstentum nie zugestimmt. Es war ein Hochrisikounternehmen aussichtsloser Art, aber Menschen der damaligen Zeit lieben das Risiko. Machiavelli schildert Cesare Borgia in einem berühmten Kapitel seines Buchs vom Fürsten seitenlang als den idealen Machthaber. Er ist skrupellos, zielbewusst, er will den Staat stärken. Er setzt Grausamkeit also nicht als, als Selbstzweck, sondern als Instrument zur Stärkung des Staates an. Er schafft sich Sündenböcke, leitet also die Wut des Volkes geschickt ab. Er rottet die älteren Machthaber aus, um sich an ihre Stelle zu setzen. Er macht eigentlich alles richtig, bis auf den letzten Punkt. Im entscheidenden Moment glaubt er den falschen Versprechungen eines Todfeindes und stürzt sehr tief. Machiavelli macht das sehr spannend. Erst eine ideale Fürstenvita und dann ein großes rotes X. Letzte Prüfung nicht bestanden. Ja. Jetzt hat ja Niccolò Machiavelli eigentlich eher einen schlechten Ruf. Ja, man sagt ihm nach, dass er derjenige ist, der den Diktatoren erklärt, wie sie regieren sollen, ja, mit brutaler Machtausübung. Und dieser Ruf ist sogar so schlecht, dass ungefähr 150 Jahre später Voltaire zusammen mit dem König von Preußen, Friedrich II., einen Anti-Machiavelli schreiben. Jetzt die Frage, ist der schlechte Ruf von Machiavelli überhaupt berechtigt? Also haben Voltaire und Friedrich II. Ihn überhaupt richtig verstanden? Gut, ich glaube, als Historikerin, als Historiker sollte man ohne moralischen Zeigefinger urteilen. Machiavelli entdeckt eine Ressource der europäischen Geschichte, nämlich einen starken Staat, den es damals nicht gibt. Um 1500 ist der Staat in der Wiege, in den Uranfängen. Es gibt noch keinen starken Staat. Und einen totalitären Staat wie den Staat Hitlers oder Stalins kann sich ein Machiavelli gar nicht vorstellen. Also wir müssen hier differenzieren. Machiavelli will einen starken Fürsten und diesen starken Fürsten als Übergangserscheinung zu einer starken Republik. Sein Ideal ist die altrömische Republik zeitgemäß erneuert. Und in dieser altrömischen Republik ist der innere Motor die Konkurrenz zwischen Volk und vornehmen Familien. Und Machiavelli, der selber nicht aus der Oberschicht stammte, seine Familie war abgesunken, geht davon aus, tüchtige Leute aus dem Volk müssen in einem funktionierenden Staatswesen aufsteigen können. Es geht also um Leistung, nicht um Geburt. Das kann man in gewisser Weise als protodemokratisch oder als eine gewisse demokratische Komponente ansehen. Ja. Er löst allerdings auch Moral und Politik voneinander ab. Der Staat ist nicht an die herkömmliche kirchliche Moral gebunden. Ein Fürst darf lügen, trügen, betrügen und morden. Unter der Voraussetzung, dass es den Staat stärkt. Ja. Denn ein starker Staat. Also es geht ihm um den Staat, ja. 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 Übrigens Staat. Interessant, was Sie gerade sagen, dass er einen starken Fürsten will als Übergangsregierungsform zur Republik. Jetzt, wenn man sich die Realgeschichte anschaut, vielleicht hat er damit recht gehabt, wenn man sich überlegt, ohne Oliver Cromwell in England hätte sich der Parlamentarismus vielleicht nicht durchgesetzt und ohne Napoleon Bonaparte hätte sich die Aufklärung in Europa nicht durchgesetzt oder das moderne Recht der Code Civil und so weiter. Also man könnte ja Oliver Cromwell und dann Napoleon Bonaparte als Militärdiktatoren bezeichnen. Und vielleicht ist das ja tatsächlich eine notwendige Übergangsform. Heute könnte man zum Beispiel nach Ägypten blicken und sagen, die Ägypter sind vielleicht noch nicht reif für die Demokratie, weil vielleicht der mündige Bürger in ausreichender Zahl fehlt. Also braucht es diese Übergangsform der Diktatur, der Militärdiktatur, weil das eben dieser Übergang ist. Ja, wir haben natürlich einen Prozess im 17. und 18. Jahrhundert, der gewissermaßen parallel läuft. Wir haben in dieser Zeit eine starke Machtkonzentration, eine sich regelmäßig verstärkende, am Ende beachtliche Machtkonzentration beim König. Er hat immer mehr Räte, er schickt immer mehr relativ effizient durchgreifende Beamten, Amtsträger in die Provinzen. Also die Macht ballt sich allmählich Schritt für Schritt in der Zentrale zusammen.
im Namen des Königs, aber auch im Namen des Staates. Das haben wir zum ersten Mal bei dem sehr machtbewussten Kardinal Richelieu so um 1630. Und am Ende wird der König gegenüber dem Staat zunehmend verzichtbar. Und in der Tat, das revolutionäre Frankreich erbt 3 Jahrhunderte königlicher Machtzuwächse, beseitigt den König und übernimmt die Errungenschaften der Monarchie. Irgendwann wird der König verzichtbar. Die heutigen Monarchien haben ja keine Macht mehr. Also diesen Prozess können wir tatsächlich sehr deutlich nachweisen. Bei Machiavelli hat das Ganze noch eine sehr konkrete Komponente. Er glaubt, er denkt und schreibt für Florenz. Florenz ist sein Ein und Alles. Und in Florenz regiert ab 1512 die Familie Medici wieder. Die war zeitweise vertrieben, aber sie kommt zurück. Machiavelli verliert seinen Job. Er kann sein Leben gerade noch retten. Aber die Medici lebende Vertreter. Sie werden höchstwahrscheinlich bald aussterben. Und dann macht er ihnen tatsächlich einen unglaublichen Vorschlag, den die Medici als Affront verstanden haben müssen. Okay, solange es euch gibt, lebt euch aus, gebildet euch als Fürsten, aber dann gebt ihr ab und wir machen wieder Republik. Wir spielen wieder Republik. Die Medici werden sich an den Kopf gefasst haben bei diesem Vorschlag. Aber Machiavelli denkt das tatsächlich so. Die fürstliche Herrschaft, eine Übergangsherrschaft, in der die Menschen diszipliniert werden, in der die Gesetze wieder eingeschärft werden. Und dann kommt die ruhmreiche Republik wie in Rom. Ja. Aus Zeitgründen nur noch 2 Fragen. Die vorletzte Frage, was halten Sie von der Theorie, dass eine Pestpandemie in der Kupferzeit verantwortlich ist, warum sich die Yamnaya bzw. die Indoeuropäer überhaupt so weit ausbreiten konnten, von Nordindien bis nach Europa hinein? Also ich bin kein Spezialist für diese frühe Geschichte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, aus der Analyse von Epidemien oder Pandemien des 14. bis 18. Jahrhunderts eher das Gegenteil. Ich glaube, dass große Seuchen gewiss Veränderungen bewirken. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Sie bewirken Veränderungen in der Ökonomie, in der sozialen Zusammensetzung. Aber ganz große Umbrüche bewirken sie eigentlich nicht. Und wenn wir unter dem Schlussstrich summarisch schauen, sie bewirken eher konservative Rückwendungen. Denn die Schreckenserfahrung einer Pest oder einer anderen Seuche macht die Menschen eher nostalgisch. Man will zurück zur verloren gegangenen Normalität. Man will wieder geborgen, behaust sein. Man will seine Sicherheiten wieder. Das erleben wir ja heute auch. Also man sehnt sich eher nach älteren Verhältnissen auch. Die Theorie der Kupferzeit besagt ja, dass die so verheerend war, dass praktisch ganze Regionen überhaupt entvölkert waren und deshalb konnten die Indoeuropäer leicht dort dann siedeln, weil überhaupt gar niemand mehr übrig war. Okay, das ist natürlich etwas anderes. Also wenn ganze... Aber man muss dazu sagen, die hatten eben auch Pferde und die anderen nicht. Ja. Ich würde eher auf diese technologischen Revolutionen setzen, die auch nicht unbedingt zwingend im Zusammenhang mit Pestepidemien stehen. Also wir haben nach der Pest von 1348 keine neue Naturwissenschaft, keine neue Medizin, kein neues Bankwesen. Im Gegenteil, man hat alle Mühe, diese Errungenschaften an der älteren Zeit zu bewahren. Ich will das nicht ausschließen, dass Not erfinderisch macht, aber für die Notzeiten, die ich analysieren kann, also vom 14. Jahrhundert an, würde ich eher sogar eine phasenweise Rückwendung sehen. Wir haben auch im 15. Jahrhundert keinen technologischen Fortschritt, das kann man nicht sagen. Das Menschheitsgenie Leonardo da Vinci entwirft Maschinen, die ja nicht funktionieren, überwiegend Maschinen, die nicht funktionieren können, weil es noch keinen Motor, keinen Benzinmotor, noch keine Elektrizität gibt. Aber Leonardo ist ein einsamer Außenseiter, dessen Entdeckung ja auch niemand... Zu ihm, übrigens, das ist meine letzte Frage. Jetzt haben Sie es gerade selbst angesprochen, Leonardo da Vinci. Über den haben Sie ja auch geschrieben. Wir sind ja gerade in der Situation in Deutschland, dass es nur noch einige Jahre dauert, bis über die Hälfte der Bevölkerung keiner Glaubensgemeinschaft mehr angehört. Und es war es wohl so, dass diese Entwicklung schon vor 500 Jahren sozusagen Leonardo da Vinci einer dieser Vorreiter war. Also er war wohl Atheist.
Welche Indizien gibt es dafür, dass Leonardo da Vinci ein Atheist war? Also er schreibt sehr kritisch über die Kirche. Er macht sich über die Mönche lustig, die nichts verstehen. Er hat einen nichtchristlichen Blick auf die Welt. Das können wir aus seinen Tausenden von Zeichnungen, auch aus seinen Gemälden ableiten. Für ihn ist die Natur ewig. Es gibt eine belebende Kraft in der Natur, die alles durchdringt. Gesteine, Pflanzen, Tiere, Menschen. Auch der Mensch ist letztlich nur ein Tier und kein besonders gutes. Er ist ein mörderisches Tier. Das alles ist nicht christlich. Für den Christen ist die Mensch geschaffen und die Zeit endlich. Für Leonardo ist die Natur und die Zeit ewig. Also ein anderer Blick. Nicht diesen anderen Blick, glaube ich, hat es immer durch die Jahrhunderte durchgegeben. An der Spitze, an der Oberfläche, das Christentum. Aber die große Mehrheit der kleinen Leute, was hat die vom Christentum begriffen? Dreieinigkeit, andere Dogmen, komplizierte Dogmen der Kirche. Hat immer aber in magischen Lebenswelten existiert. Das Christentum, es gibt einen berühmten Roman, Christus kam nur bis Eboli, das Christentum kam nur bis in die mittleren Schichten. Und auch dort hat es an theologischem Verständnis ja immer gefehlt. Also wir sollten vorsichtig mit dem christlichen Abendland sein. Leonardo ist ein herausragender Vertreter einer nicht-christlichen Sicht auf die Welt. Aber ich glaube, die hat es immer gegeben. Ja. Herr Reinhardt, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke, das war sehr spannend.